Versuchen es nochmal. Jetzt bin ich wohl live. Huhu. Das ist ja spannend. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich bin live. Ich sehe auf meinem Bildschirm etwas mit etwas Verspätung. Ich wollte nämlich pünktlich 18 Uhr live gehen, aber es gab ein Problem. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mich seht und hört. Und ob das hier knistert mit dem Mikro. Meine Haare sind schon wieder zu lang. Ich habe diesmal meine Kommentare hier, dass ich euch direkt lesen kann. Wir sind schon ein paar Leute. Ich schau mal. Wir kommen erst mal an, oder? Ich guck mal, was ihr so schreibt. Ja, ich sehe auch Werbung. Man hört dich und man sieht mich. Sehr, sehr gut. Wenn ich zu leise bin oder wenn ich übersteuere, sagt mir Bescheid. Am Bild kann ich gerade gar nicht mehr so viel ändern, aber im Notfall geht auch das. Das ist schön. Hallihallo, schön, dass ihr alle da seid. Schreibt mal, wo ihr her seid, was ihr so macht, wo ihr herkommt. Ich sitze hier in Berlin, Lichtenberg. Ach, das ist schön. Ja, genau. Ich habe es nämlich nicht geschafft, heute ein Video fertig zu machen. Ich hatte geplant, eigentlich sollte heute ein Video kommen zu diesem Kleid, was ich gerade trage. Das habe ich mir nämlich für den Urlaub genäht. Wir waren ja letzte Woche im Urlaub. Und da sollte es nicht um das Kleid gehen, sondern hauptsächlich um die Knöpfe. Habe ich gerade irgendein komisches Knistern gehört. es sollte um die Knöpfe gehen, wie man Knöpfe annäht und wie das gut funktioniert. Und das habe ich aber nicht geschafft zu schneiden und die Moderation zu drehen. Und deswegen dachte ich, machen wir hier heute den Livestream. Ganz entspannt. Ich habe sogar was vorbereitet, was zugeschnitten. Vielleicht nehmen wir sogar eine Runde. Aber gucken wir, vielleicht schnacken wir auch nur. Schauen wir mal. So, ich guck mal, woher ihr so kommt. Oh, hier kommen mal viele Kommentare rein. 250 Leute sind wir. Ja, wäre ich ja doch ein bisschen aufgeregt. Genau, ich habe es ja nicht lange angekündigt, dass ich den Livestream mache. Ich habe es ja erst gestern Abend entschieden. So, kein Knistern, das ist schön. Aus Wilhelmshaven, aus Düren, aus Göttingen, aus Soltau, aus Sindelfingen, aus Schwäbisch, aus München. Ach, schön. Aus ganz Deutschland. Ist auch jemand nicht aus Deutschland dabei? Kommt bestimmt auch noch. Insel Usedom. Schon alles probiert. Fadenspannung, zig neue Nadeln. Was war denn das Grundproblem? Das habe ich nicht mitbekommen. Kiki näht, magst du es nochmal schreiben? Aber vielleicht komme ich auch unten bei den Kommentaren an. Jemand schreibt, gebt meinen Chat nicht. Anscheinend geht er doch. aus der Schweiz. Sehr schön. Auch aus Berlin. Aus Berlin. Was ist meine Lieblingsfarbe? Was könnte wohl meine Lieblingsfarbe sein? Ich glaube, meine Lieblingsfarbe ist Mint. Und meine momentane, ich habe immer so eine feste Lieblingsfarbe und eine Trendlieblingsfarbe. Trendlieblingsfarbe zum Beispiel 2019 war ganz klar gelb. Und jetzt ist es Flieder lila. Das sieht man auch immer beim Instagram-Feed, was gerade so meine Lieblings-Zweitfarbe ist. Aber Mint ist gesetzt. So. Guck mal, ich komme gar nicht hinterher. Aus Wien, in der Nähe von Ulm. Nidda, wo ist denn Nidda? Schwarzwald. Da. Kommt mir mal so blöd vor, wenn ich so viel lese. Komme ich gar nicht dazu, was zu erzählen. So, ich hoffe, wir kriegen keine Bots drauf. Aber wir sind schon über 400 Leute. Wahnsinn. Österreich. Budapest. Ach, wie schön. Schweiz, Westküste, Österreich. Also nicht Schweiz, Westküste, ne? Ist schon klar. Oh, Tanja ist auch dabei. Hallo, Tanja. Oh, und Oskar ist auch dabei. Sehr schön. Jetzt bin ich auch aufgeregt, wenn wir meine Kollegen zugucken. So, Kiki schreibt Faden gerissen. Ja, Faden gerissen kann immer verschiedene Gründe haben. Oftmals ist es tatsächlich das alte Nähgarn oder das verstaubte Nähgarn. Wenn es das nicht ist, hilft die Maschine komplett einmal nackig machen, Faden komplett raus, Unterfaden raus, Nadel raus und alles neu einfädeln, neue Nadel. Manchmal hilft es da. Manchmal ist es auch die Fadenspannung, die dann nicht passt. Das ist immer so auf den ersten Blick schwierig zu beurteilen aus der Ferne. So. Jetzt bin ich im Chat auf einmal wieder ganz unten. Ich komme nicht hinterher. So. Aus Hagen, aus Thüringen. Tanja ist aus Oberkotzau. Das ist ja auch schön.
Das ist, ja, klingt gut. Ach, Sandra ist auch dabei. Hallo Sandra, das ist schön. Wenn ich jetzt irgendwen überlese, dann tut es mir sehr leid. Eine Nachricht, die da heißt, Münster wurde geblockt. Das ist auch mal sehr schön. Münster ist auch ein schwieriges, ein böses Wort. Liebe Anke, dein Kommentar wurde geblockt. Ich habe ihn jetzt freigegeben. Ja, dann sind wir ja jetzt über 500 Leute. Das ist ja schön. Ach, ich hatte mir überlegt, wir können natürlich auch nur schnacken. Wenn ihr Fragen habt an mich oder zum Thema Nähen, ich weiß nicht, wir können entweder so eine offene Nähsprechstunde machen oder ich nähe was. Ihr könnt ja mal schreiben, was euch lieber ist. Entweder wir machen hier jetzt, haut raus eure Probleme und wir beraten uns alle gegenseitig. Ich will übrigens ungefähr eine Stunde machen. Oder ich nähe was. Ich habe hier nämlich vorbereitet, wer mir auf Instagram folgt, weiß vielleicht seit Ewigkeiten. Und zwar möchte ich so einen Sitz nähen für einen Bollerwagen. Wir haben so einen kleinen Bollerwagen. Und da will ich, der ist halt, der hat keinen Sitz drin und der ist relativ hart. Und ich lege halt immer Handtücher rein, aber die rutschen halt so auseinander und irgendwann hängt das Kind da so auf halb neun. Und deswegen dachte ich, nähe ich so ein Sitzchen. Ich habe hier so eine feste Einlage. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ich habe das gefunden und dachte, cool. Das ist so richtig fetter, fester Filz. Ich weiß nicht, also es ist kein Tarmolan, dafür ist es zu dick. Es könnte mal gewesen sein für so eine Krabbeldecke oder so. Ich weiß nicht wirklich, warum ich das habe. Oder zum Polstern von einem Rucksack, aber es ist kein, wie heißt das? Stavil? Stavil heißt das, die dicke Einlage, glaube ich. Stavil ist es nicht. Heißt das Stavil? Ja. Aber ich dachte, so als Sitz. Und dann mache ich das oben mit Schleifchen fest. Und hier sind in dem Bollerwagen nämlich so D-Ringe drin und dann würde ich da so Karabiner einhaken, dass das eben nicht so wegschludert. Und als Stoff habe ich mir hier so einen schönen Kinderstoff ausgesucht. Den hatte ich euch auch mal auf Instagram gezeigt, der ist echt süß. Ich kann ja, ich hab ja hier keine Mühen und Kosten gescheut. Schauen Sie, dieser wunderschöne Stoff, Kamera 2, mit so vielen süßen Kindern drauf. Ja, wieder zurück. Den fand ich sehr schön dafür. Ich hatte auch erst überlegt, eine beschichtete Baumwolle zu nehmen, dachte aber, wenn man so kurze Hosen anhat, und vielleicht kennt ihr das, wenn man auf so beschichteten Stoffen sitzt und dann so kleben bleibt. Oh, und dann dachte ich, nee, ich will ja lieber eine reine Baumwolle haben, die nicht klebt und die nicht zu dunkel ist, dass sie nicht zu heiß wird, wenn die Sonne drauf scheint. Und im Notfall wäscht man das halt irgendwie durch mit der Hand oder so. Das ist ja auch, oder man näht halt neues, ist ja auch nicht so wild. So, ich guck mal, was ihr schreibt, ob für Nähen oder für Sprechstunde. Boah, was für ein Chat, ey. Ich komme gar nicht hinterher. So, schauen wir mal. Ich muss mich mal. Ich lehne mich immer so rüber. Ich hole mal mein Tablet wieder hierher. Wird noch die 600 geknackt. Schauen wir mal, ob wir noch 600 Leute werden. Sagt allen euren Freunden Bescheid. Ich habe gerade auch nochmal einen Insta-Aufruf gemacht. Sprechen. Also, wir haben Nähen, Nähen, Sprechstunde, Nähen. Nähen, Nähen. Nähen, nähen, nähen. Okay, ich glaube, wir sind für Nähen. Nähen, nähen, Sprechstunde. Nähen. Okay, ich glaube, wir sind für Nähen. Okay, Kiki fragt, du hast mal in einem Video deine, ich mache eine kurze Sprechstunde oder wir machen zwischendurch immer Sprechstunde. Du hast in einem Video mal eine Nähmaschine erwähnt, mit der du am liebsten Leder nähst. Kannst du noch mal sagen, was das für eine ist? Das ist die Toyota Power Fabric. Die steht da oben auf dem Schrank und ich mag sie sehr. Die gibt es leider nicht mehr, weil Toyota Nähmaschinen gibt es nicht mehr. Und die war relativ preiswert. Ich glaube so 200 € ungefähr hat die gekostet. Also hätte sie gekostet. Ich habe sie, Werbung übrigens, ich habe die gesponsert bekommen damals, aber Toyota gibt es halt nicht mehr. Und die näht durch Leder und durch so Sachen wie Butter. Das ist der Wahnsinn. Aber es gibt sie leider nicht mehr. Es gibt sie auch nicht mehr zu kriegen. Ich werde ständig danach gefragt. Aber, wahrscheinlich Anfang 2023 wird es eine sehr, sehr ähnliche Maschine bei Veritas geben. I keep you posted. Wir warten alle drauf, dass die aus dem Werk kommt. Und dann wird es wieder eine gute Ledernähmaschine in dem Preissegment geben. Ich halte euch auf den Laufenden. So, Werbung Ende. So. Oskar fragt, was machst du, wenn du mit deiner Maschine wenig Fehlstiche hat? Meine hat heute bei Stelvio ein bisschen schlapp gemacht. Das war vielleicht auch wegen krank. Vielleicht hast du die Maschine angesteckt. Ja,
lange Stichlänge, also wenn du durch Style Wheel durchnähst, ich versuche bei Style Wheel, ja, also ich versuche, das werde ich auch hier machen, so eine Art Tasche zu nehmen, wo ich es dann reinstecke, also im besten Fall, und dass du es ein bisschen kleiner zuschneidest, im besten Fall musst du dann quasi gar nicht drüber nähen. Aber manchmal will man das ja dann doch fixieren. Ich überlege, ob ich hier auch nochmal drüber nähe, so ein großes Kreuz oder so. Ich weiß es gar nicht, ich habe da gar nicht so Probleme. Also wenn das Style Wheel schon im Stoff drin ist, habe ich gar nicht so eine großen Probleme, außer dann halt große Stichlänge. Du könntest es, weil es ist ja so ein Schaumstoffzeug, du könntest es mit einer Mikrotexnadel probieren, ob du da besser durchkommst, weil die ja extra so für sehr feines Gewebe ist. Aber ja. So, Fragen und Schnacken. 18 Uhr mit Kind, sehr herausfordernd. Ich weiß, mein Kind ist so antizyklisch, es tut mir leid. Mein Kind hat jetzt eine gute Phase, wo es die Zeit mit Papa genießen kann. Alle anderen Kinder gehen jetzt ins Bett. Wollt ihr wissen, wann mein Kind ins Bett geht? Um 10 oder um 11. Also der ist jetzt voll da. Und der schläft halt auch, sein Mittagsschlaf ist immer halt so irgendwann zwischen 13 und 16 Uhr. Das war immer, als wir in den Ferien, also im Ferien waren. Im Urlaub war auch super, weil zu der Zeit waren alle Kinderaktivitäten. Es ist so, nein, mein Kind schläft da. Und dann sind wir ins Spaßbad gegangen und dann hat alles für kleine Kinder schon zu. Und wir waren mit unserer kleinen Nachteule dann Nachtbaden. Ja, das tut mir sehr leid, dass 18 Uhr, aber wenn ich es früher mache, dann sind wieder alle, die berufstätig oder die lange arbeiten, halt, denen passt es nicht. Später kann ich nicht, weil dann ist halt mein Kind so. ja, aber ich versuche den Stream zu speichern, dass man sich das auch später angucken kann. Jetzt kommen doch ganz viele Fragen. Kommt noch ein neues Buch über Taschennähen? Über Taschennähen nicht. Wir denken gerade über was anderes nach, aber das dauert, wenn dann auch noch sehr lange. Aber wir haben da so eine Idee im Hinterkopf. Wenn ich sage wir, heißt das nicht nur ich und der Verlag, sondern vielleicht auch noch jemand anders, der da mit an Bord wäre. Mal gucken. Aber es ist alles noch nicht spruchreif, deswegen ich habe gar nichts gesagt. Wie bewahrst du deine Garne auf? Sieht man das hier? Nein, das sieht man natürlich nicht. Ich habe hier, da habe ich mir immer mit Jelena ein Video zugemacht, so ein, was ist das? A4, A3 Bilderrahmen und dann haben wir da so Stifte, also nicht Stifte, Holzstifte, Holzdinger, Stift, wie sagt man denn? Holzstifte reingehauen. Und da habe ich die Garnspulen drauf. Zugegebenermaßen stauben die ein bisschen ein, aber wenn die so zwei, drei Umdrehungen machen auf der Maschine, ist der Staub auch wieder weg. Also viele sagen, macht man nicht. Ich habe hier auch noch so einen coolen Garnkoffer. Ich habe zwei Garnkoffer sogar. Da ist das natürlich perfekt drinne. Aber ich finde es schön, das an der Wand zu haben und ich kann das hier so bupp, bupp, bupp wegziehen. Was richtig krass ist, ist gestern gemerkt, ich habe kein weißes Nähgarn mehr, nur noch Overlock-Garn und das geht auch gerade zur Neige, sehe ich. Ich habe heute mal zwei fette weiße Allesnäher-Spulen bestellt, weil ich hatte nämlich neulich beim Nähen auf einmal keinen weißen Nähfaden mehr. Und das ist ja wohl basic, das muss man haben. So. Hier werden schon wieder Kommentare gesperrt, die gar nicht schlimm sind. Schreibt jemand für Nähen. Das ist nicht schlimm. So, Empfehlung für eine Overlock-Maschine. Obwohl, nee, ist selbst gekauft. Ist keine Werbung. Die Babylock Enlighten. Ich liebe, liebe, liebe sie. Sie ist so toll. Ich glaube, die heißt, also ich glaube, die gibt es gerade gar nicht. Ich glaube, die ist mittlerweile ersetzt worden und durch eine andere. Aber ich liebe die Babylock-Overlock-Maschinen. Habe jetzt aber auch nicht so viel rumgetestet. Ich habe vorher viel mit sehr billigen oder sehr, sehr preiswerten Overlock-Maschinen genäht und bin dann zu der, die kostet schon was. So. Würdest du eher mechanisch oder computergesteuerte Nähmaschinen empfehlen? Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil, also das ist natürlich eine Computernähmaschine, die haben natürlich so ein paar Sachen, die sehr nice to have sind. Also für normale Sachen auf jeden Fall sowas. Also das automatische Abschneiden finde ich richtig gut, das automatische Vernähen und dieses, dass du halt immer an der tiefsten oder an der höchsten Stelle stehen bleibst mit der Nadel, finde ich so wichtig, so essentiell, essential. aber die Power Fabric zum Beispiel, die ist eine mechanische Maschine und das ist natürlich dann auch nochmal bei, wenn du so Leder nähst und so, also wenn du einfach nur einen Motor brauchst, so mit Wumms, dann ist das auch gut. Obwohl ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch nie an so einer, ich habe gestern, vorgestern ist auch Wurst, die Tage mal geguckt, was so die teuerste Nähmaschine kostet, die es auf dem Markt gibt. Könnt ihr ja mal raten, ich löse dann gleich auf. Oder die teuerste, die ich gefunden habe, ratet mal. So. Und mit so einer habe ich natürlich jetzt auch noch nicht probiert.
zu nähen. Also die kostet ja ein Tausi ungefähr, ein Tausi. Aber halt, weil sie auch sticken kann. Aber es gibt ja, ne, nach oben und ja, da habe ich auch noch nicht, habe ich auch noch gar nicht probiert tatsächlich. So. Dö, Overlock von Babylock ist super. Mein Kind geht auch ums Hirn schlafen. Yay. Hat Vor- und Nachteile. Hat Vor- und Nachteile alles. Schwimmwindeln am besten aus welchem Stoff? Keine Ahnung. Also, das ist ganz witzig. Dadurch, dass ich nähe, erwarten auch alle, dass ich Stoffwindeln nutze, ne? Nee, wir haben leider die Wegwerfwindeln. Und auch bei Schwimmwindeln haben wir jetzt einfach Schwimmwindeln gekauft. So. Oder meinst du Badehosen? Gibt es denn sowas? Keine Ahnung. So, wahrscheinlich Pullstoffe, aber die sind ja auch nicht wirklich super dicht. Aber ich habe auch noch nie so viel Erfahrung mit Badewindeln. Mein Kleiner ist ziemlich wasserscheu gerade. So. Nächste noch mit deiner Oikaki. Die steht hier hinten unten tatsächlich. Ach, ich habe ja die Farbe geliebt. Nee, aber momentan nähe ich nicht mit ihr. Das hat jetzt keinen krassen. Also, es hat den Grund, dass ich einfach nicht hier tausend Nähmaschinen rumschwirren haben möchte. Und die hat halt ein paar Funktionen, die Oikaki nicht hat. Zum Beispiel Faden abschneiden. Und ich nähe eigentlich nur mit der oder wenn es halt dicker wird, dann mit der Power Fabric. Und mit der Overlock natürlich. Die drei. Wollt ihr wissen, wie viel ich habe? Ich habe noch eine. Also genau, ich habe die drei, dann habe ich noch die Oikake, dann habe ich die alte Singer, dann habe ich noch eine Overlock, die habe ich aber gerade verliehen, dann habe ich noch eine alte Silver Quest, auf der ich angefangen habe, und dann habe ich noch eine Mini-Nähmaschine, die hat auch nur einen Oberfaden. Ja, acht Nähmaschinen, wer bietet mehr? Und so eine Handnähmaschine, also so ein Tacker habe ich noch irgendwo, aber so. Mein Gott, ich komme nicht zum Nähen, glaube ich. Welche Bügelpresse würdest du empfehlen, um Fließeinlagen aufzubügeln? Ich habe das einmal mit der Easy Press 2 gemacht. Das ging ganz okay. Aber an sich weiß ich nicht, ob da die Bügelpresse so was Richtiges für ist, weil für viele Sachen braucht man ja auch Dampf. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Bügelpressen so auf Dampf aus sind. Also ein feuchtes Tuch dazwischenlegen und so. Sind die dafür gemacht? Not sure, not sure. Auf jeden Fall nutze ich es nicht dafür, deswegen kann ich da leider keine Empfehlung aussprechen. Brauchst du zum Nähen Ruhe oder hörst du Musik? Ich höre Musik und zwar alles gemischt von bis. Heute lief irgendwas beim Rechner einfach spielen lassen und irgendwann liefen Pudis und später kam dann Rage Against the Machine. Eine gute Mischung, oder? Würde ich sagen. Nee, ich höre immer Musik und ich trelle auch ganz, ganz fleißig mit und ich muss mich zwischendurch immer ein bisschen zurückhalten. Wenn das Video an den Cutter geht, dann denke ich immer, oh Gott, der arme Cutter, der denke ich, erzähle ihm was Wichtiges. Und in Wirklichkeit trelle ich hier Gypsy King mit. Das kam gestern nämlich. Mein Rechner ist der beste DJ. Ich habe einfach alle Sachen, die ich jemals irgendwie gehört habe, auf dem Rechner und spiele die random ab. Das macht immer großen Spaß. So, ich hüpfe mal ein bisschen rum. Oh Gott, ich glaube, ich bin weit oben im Chat. Könntest du irgendwann mal einen Dirndl nähen? Ich glaube, da bist du bei mir als Berliner an der falschen Adresse. Ich habe noch nicht mal, ich hab noch nie einen Dirndl angehabt, weißt du? Ich nähe hier. Kleid Birte. So. Ach so, jetzt kommen. Moment, jetzt habe ich ganz viel gesprungen. Ha, da, 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 da. Oh, jemand hat mir. Oh, das ist aber lieb. Ein super Sticker von Daniela Krammer. Dankeschön. So. Oskar guckt was nebenher. Wie jetzt? Das ist nicht. Bin ich dir nicht genug? Ja. Kennt ihr Oskar eigentlich? Ihr müsst alle Oskar Nittner auf Instagram folgen. Sehr cute. Oskar, schreib mal bitte in die Kommentare, wie alt du bist. Ich weiß es gar nicht, aber ich finde es richtig genial, was du machst. So, wir sind beim Schätzen der Nähmaschine. 7.200 €, 8.000. Oskar schreibt 15.000 Janome. Da kennt sich jemand aus. 15.000, 10.000, 10.000, 25, boah,
12.000, ja, ihr legt nicht. Also die ich gefunden habe, war, beziehungsweise ich habe auch geguckt nach einer Pfaff, weil was die teuerste Pfaff kostet, und die war 14.000. 14.000! So, das ist krass. Genau, 15.000, über 20.000. Ja, ich glaube, so richtig so eine, obwohl das ist auch so eine Quiltermaschine, aber es gibt natürlich dann auch nochmal so, ist auch die Frage, was als Nähmaschine gilt, ne? So, ich hänge in den Kommentaren, es tut mir leid. Ah, ich glaube, wir sind unten angekommen. Ha! Da. Jetzt kommen die längeren Kommentare, brauchst du so lang zum Lesen. Kannst du mal erzählen, was du als Baby-Erstausstattung genäht hast? Ich glaube, dazu habe ich ein Video gemacht. Aber ja, ich habe vor allem Accessoires genäht, noch gar nicht so viel Kleidung, weil ich gar nicht wusste, wie groß das Ding wird. So. Da habe ich erst mit angefangen mit Kleidung nähen, als der dann wirklich da war, der Knirps. So. Kannst du mal was nähen für Damen? Ja, ich taste mich doch ran gerade. Ich nähe ja tatsächlich noch gar nicht so viel für mich. Aber ich habe ja jetzt zweimal dieses Kleid genäht. Und dadurch, dass ich keine eigenen Schnittmuster entwerfen kann, also kann ich einfach nicht, bin ich nicht in der Lage zu, wird das schwierig, dass da mal was von mir kommt. Aber vielleicht, dass ich Schnittmuster von anderen zeige. Auf Instagram werde ich da auf jeden Fall auch hier und da mal Sachen machen. Da ist auch noch ein bisschen was geplant. Da kommt was Cooles im Herbst. Deswegen folgt mir auf Instagram. So, oh, es war echt toll, dich beim Prime-Event zu treffen. Und der Award war mehr als verdient. Wo ist der eigentlich? Der stand hier eben noch. Wo ist mein Award? Da steht er. Vor gut 3 Wochen war ja das Prime Happiness is Handmade, beziehungsweise Celebrate Happiness Award. Das war so mega. Prime hat irgendwie 30 Influencer geladen und es waren 500 Leute aus der Community da. Ey, wenn es das nächstes Jahr nochmal gibt, ihr müsst da hinkommen. Das war der absolute Hammer, was da geboten wurde. Das war echt krass. Genau, und in diesem Zug nochmal der Reminder: Ich habe am Sonntag auf Instagram, warum kann ich heute nicht reden, ein Gewinnspiel gepostet. Werbung übrigens, von oder mit meinen 10 liebsten Prime-Produkten, die ich an euch verlose, als Dankeschön, dass ich nämlich den Community Hero Award gewonnen habe, bei dem ihr für mich abgestimmt habt. So, also hopst da auf jeden Fall noch rüber und macht an der Verlosung mit. Oscar ist 12, oh mein Gott. Wow, du hast eine schillernde Zukunft vor dir. Das ist richtig gut. Wow, 12, cool. Mit 12 habe ich, ja gut. Ja, mit 12 gab es, als ich 12 war, gab es noch gar kein Internet, glaube ich. Ah. Du bist ja live genauso sympathisch und authentisch wie in deinen Videos. Ja, ist ja, ich bin ja die gleiche Person. Die neue Icon von Pfaff ist mega. Hast du die, Oscar? Hast du die etwa? Warum? Und wenn ja, warum? So. Wieder mal ein Video über die Verita-Stickmaschine. Ist geplant, kommt im September. Im September sticke ich wieder. Ja, ich sticke zu selten, ich weiß, aber mit dem Plotten und Nähen und so, ich meine, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, auch wenn manche das nicht glauben. So, ich nutze eine gebrauchte Silver Quest. Ah, die gibt gerade den Geist auf. Ja, hier wird sich noch. Oh, noch ein super Sticker von Andrea. Dankeschön. Kannst du mal einen Geldbeutel nähen, nicht immer nur Taschen? ich habe schon 2 Portemonnaies genäht. Muss aber dazu sagen, das sind so einfache, die nur so einfach haben. Ich bin nicht der Typ für diese Kellner-Portemonnaies, die man so aufklappt und die dann so 1.000 Fächer haben und dieses Zickzack an der Seite. Oskar, du hast doch neulich sowas genäht, glaube ich, oder? Also früher hatte ich so eine riesen Portemonnaies, mittlerweile habe ich 2 und zwar ganz kleine. Und mein Geldportemonnaie ist wirklich nur so klein und hat ein kleines Reißverschlüsschen. Das ist das, was ich hier mal genäht habe. Da habe ich mein Geld drin und im anderen habe ich einfach nur meine Karten drin. Und das soll beides möglichst klein sein und dass ich halt beides unabhängig voneinander mitnehmen kann. Ich stehe halt einfach nicht auf diese großen Portemonnaies. Ist die eine Seite der Medaille. Und die andere ist, dass ich irgendwann mal versucht habe, dafür einen Schnitt zu machen und an diesen Seitenkanten, wo man das so reinsteckt und reinnäht, einfach komplett gescheitert bin. Deswegen
Vielleicht irgendwann mal. Aber aktuell, ich bin nicht so der Portemonnaie-Freund. So, der Trend geht eh zur Karte. Ich zahle noch alles am Handy. Ich kann eine Handyhülle nehmen. Das ist easy. Ah. So. Kurz davor, mir einen Cricut zu kaufen, kann man damit auch Overhead-Folien schneiden? Und wenn ja, welche Klinge brauche ich da? Habe ich nicht probiert, aber ich nehme mich mal aus dem Fenster und sage, ja, das geht. Ich glaube, das läuft dann unter Acetatfolie. Und ich würde es wahrscheinlich, ja, das ist eine gute Frage, Feinschnittklinge oder Tiefenschnittklinge? Musst du mal googeln. Google mal Acetatfolie mit dem Plotter schneiden. Hast du auch mal so ein Nähtief? Tatsächlich nicht. Ich habe auch keine Kreativs. Oh, tadam, ich bräuchte hier so ein Soundboard wie Stefan Raab. Nee, ich habe kein Nähtief. Dafür habe ich zu viel zu tun. Das kann ich mir nicht leisten. Das habe ich keine Zeit für. So. Da. Oh, jemand bedankt sich für meine tollen Videos. Danke, also gerne. Wie alt seid ihr alle? Ich muss immer rechnen, wie alt ich bin. Ah, jetzt kommt hier, schreibt ihr alle, wie alt ihr seid. Das ist ja witzig. Oh, wilde Mischung, ganz wilde Mischung. Wir sind sowieso eine richtig coole Mischung hier auf dem Kanal. Finde ich das nicht richtig gut. Also ganz viele, die so alt sind wie ich, zwischen 25 und 35, kann ich das noch sagen? Ich habe in 2 Wochen Geburtstag. Ich muss immer rechnen. Was haben wir jetzt? 22? Ich bin zwischen 25 und 35, ja? Wenn man 35 mitzählt, dann bin ich noch dazwischen. Oder ich werde jetzt 35. Genau, wir sind eine bunte Mischung hier an 25- bis 35-Jährigen, aber auch hoch bis 65 und auch drunter und drüber. Finde ich eine coole Mischung und auch cool, dass wir hier so bunt sind. Hier ist jeder willkommen. So. Kannst. Habe auch schon zwei Geldbeutel genäht, war super, Geldbeutel genäht, war super nervig. Ja, jetzt kommen ja eure ganzen. Das ist jetzt wie Lotto. Bingo! Kommen eure ganzen Alter. Alte, Alters, Alte, Al eure. Wie alt ihr seid. Sprechen ist heute auch nicht so meins. So, sollen wir jetzt noch nähen oder nicht? Was haben wir denn? Jetzt haben wir nur eine halbe Stunde Zeit. Dann fange ich mal an. Ich zeige euch mal, was ich hier habe. Wir wechseln mal. Warte mal, ich kann doch sowas machen. Moment. Hallo. Hey. was haben wir hier? Ich habe also mir zwei Rechtecke zugeübt, beziehungsweise ich zeige euch mal kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist meine unfassbar gute Zeichnung. Wisst ihr Bescheid? Habt ihr alles gesehen, ne? Habe ich hier noch einen Stift? Ich glaube, ich hatte hier noch einen Stift. Ja. Also die Idee ist das Ding. Sieht man das? Nein, überhaupt nicht. So, das ist der Sitz. Das ist hier die Sitzfläche. Das ist der Rücken. Hier machen wir Schlaufen dran zum Festbinden. Also hier ist dann so ein Gestänge von dem Bollerwagen. Hier hat der so D-Ringe. Das heißt, hier können wir den dann einklicken. Und hier geht dann so der Bollerwagen lang. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine wunderschöne Zeichnung. So, hier geht es noch weiter nach oben und hier kann man den dann so schieben. Da, seht ihr? Das ist. Ja, das hat man ja gar nicht gesehen. So, das. Und so sehen meine Skizzen aus. Und das ist schon eine gute. So, das war die Hauptskizze. Schön, oder? Und dann habe ich mir hier die Maße aufgemalt. Und ich habe. Also der Sitz hinten oben soll 41 cm hoch sein und die Sitzfläche 21. Das heißt, ich habe mir ein Rechteck, beziehungsweise ich habe mir schon zwei Rechtecke zugeschnitten. Habe mir die Gesamthöhe ausgerechnet. Das sind dann also hier 62 cm. Ich habe einfach ausgemessen. Plus Nahtzugaben, also oben unten Zentimeter dran, macht also 64 cm. Und die Breite soll 38 cm sein. Und das heißt plus Nahtzugabe 40 cm. So, also wirklich ein easy Projekt. Ich lege noch meine wunderschöne Skizze beiseite. Ich habe hier schon aus diesem schönen Stoff zwei Rechtecke zugeschnitten mit der entsprechenden Größe. Und aus diesem spannenden, aus dieser Einlage, ne? Also was auch gehen würde, wäre Style Wheel. Ich würde jetzt hier gar nicht unbedingt ein Volumen fließen, nee, obwohl könnte man auch, wenn das genug Stand hat, also nicht, dass es zu weich ist, weil dann setzt sich das ja wieder durch. Das ist halt cool, weil sich das nicht so durchsetzt. Das ist wie so ein ganz dickes Filz. Man könnte sicherlich auch einfach zwei Filzplatten nehmen. Das ist dann die Frage, wie es mit der Waschbarkeit ist.
Genau. Und was habe ich noch? Ich habe mir hier zwei Bänder schon mal vorgebügelt. Das ist einfach wie so ein Schrägband, ne? Also das ist 4 Zentimeter breit und so lang wie mein Rest war. Was sind das? Ich kann ja hier mal messen. Moment. Ich habe die Innenseite draußen, aber ich habe hier, oh, das ist der Heck, Leute. Ich habe mir hier an die Tischkante, das sind 45 Zentimeter, hier vorne an die Tischkante ein Maßband geklebt. Das ist der Shit. Das hatte ich damals auch immer in meinen Büros, wenn man was abschätzen muss oder so. Also auch wenn man am Rechner sitzt und was näht oder so, dann kann man immer gucken, ja, wie viel sind jetzt, das sind jetzt hier so 60 Zentimeter und so. Das ist richtig gut. Also auch zum Bänderabmessen und so. Klebt euch ein Maßband vorne an die Tischkante. Ich sag's euch. Also ich habe hier zwei Bänder, die ich schon so eingebügelt habe. Und hier ist noch ein Rest, wo ich dachte, den werde ich dann vielleicht nutzen, um da D-Ringe ranzumachen. Ich habe hier zwei Formen von D-Ringen. Der ist ganz schön fett und der ist ganz schön dünn. Welchen nehmen wir? Den dünnen oder den fetten? Ich glaube, so weit kommen wir eh nicht. Müssen wir dann mal gucken. So, und das Erste, was ich mache, jetzt muss ich auch noch mitdenken. Erzählen und mitdenken. Sonst ist ja immer so, dass ich einfach nur nähe und Rammstein höre oder was auch immer. Und dann immer mitschreibe, was ich gemacht habe und im Nachhinein erst drauf spreche. Jetzt muss ich das gleichzeitig überlegen. Ich hatte nämlich auch nicht so viel Zeit, deswegen, ja. Also, ich wollte sagen, wir legen das alles rechts aufeinander, aber wir sollten natürlich anfangen, hier auch die Sachen zu markieren, ne? Das muss ich mal ganz kurz selber überlegen. Ich glaube, wir nähen das mal kurz zusammen, damit wir die D-Ringe und die Schläufchen fertig haben. Das heißt, ich habe jetzt hier, das ist einfach nur so ein Band, ne? Also einfach nur ein Stück Stoff, das ist bei mir, glaube ich, 4 cm. Aber das sind doch Zentimeter, warum stehen denn hier Inch? Ist das nicht Zentimeter? Ich bin jetzt gerade verwirrt, was meine Schneidematte hier für Maße hat. Ich messe jetzt 5 cm. Das sind durchaus. Nee, das sind keine Zentimeter. Was sind das dann? Ist das ein Inch? Wie klein ist denn die kleine Einheit? Naja. So, guck mal hier gerade. Oskar, du hast der Fette geschrieben und es wurde blockiert von YouTube. So, oh, jetzt haben wir einen Bot drauf. Moment. Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. Seht ihr den da noch? Moment. Nochmal probieren. Ah ja. Oh, wir hatten einen Bot drauf, Leute. Das heißt, wir sind wichtig. So. Woher ist der Stoff? Der ist von stoffe.de. Das war eine Tula-Kollektion oder Petit Citron. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es ist eine Eigenproduktion von stoffe.de. So. Ist der Stoff abwaschbar? Nein, weil, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, ich finde, da klebt man immer so dran. Und ich wollte den Kleinen ja auch in kurzen Hosen da draufsetzen und wollte nicht, dass er da so dran klebt. Ich finde das sehr unangenehm, mit nackter Haut auf so einem beschichteten Stoff zu sein. Kann man natürlich auch wunderbar genauso aus beschichtetem Stoff machen. Ich würde das Ding dann einfach waschen, wenn es zu schlimm ist. So, der Bot ist weg, oder? Seht ihr den noch? Ich hoffe, der ist weg. Ihr habt den auch schon gemeldet, sehr gut. Sehr gut. Oskar ist großes Thema im Chat. Du machst das. Von dem wegen Gilmore Girls. Oh, gucken hier. Ne, was wollten wir machen? Wir wollten das zusammennehmen. So, jetzt habe ich mich nämlich wieder verschnackt. Moment, jetzt können wir ja hier wieder auf die 1 gehen. Hi! Und ich hole mal meine Nähmaschine rüber. Muss aufpassen, dass ich mir das Mikrofon hier nicht rausreiße. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt ist, Leute. Ich habe noch nie live genäht. Habe ich ein Fußpedal, ja. Genau, wir nähen jetzt hier oder ich nähe jetzt hier die Bänder einfach einmal zusammen. Oh, wetten, jetzt geht irgendwas schief. Ich habe, oh, live nähen ist ja immer so eine Sache, ne? Sollte ich die Sicherheits-Safety Glasses aufsetzen? So, dann machen wir hier gleich Stichlänge hoch. Ich bin noch 3,5. Schafft er das? Ja. Ist zu laut? Nee, kann ich nicht.
versteht ihr mich gut, wenn ich dabei spreche? Ich versuche mal normalerweise zu sprechen. Ihr könnt mir ja mal Feedback geben, ob ihr mich so hört. Oder ob ich einfach die Klappe halte, wenn ich nähe. Jetzt haben wir schon wieder einen Bot drauf. So, Nutzer aus diesem Kanal ausblenden. Tschüss, Bot. Danke für die Kommentare. Oh, wir sind über 500. War das das Ziel? 500? Ich glaube. So, ein Band ist fertig. Das ging easy. Geht ganz gut von der Lautstärke. Ja, man versteht dich. Ach, das ist schön. Dann kann ich ja dabei quatschen. Dann nehmen wir mal das zweite Bändchen. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich quatschen soll. Ah, ich habe neulich mal mit Kopfhörern genäht. Und dabei, weil ich gucke auch gerne YouTube oder so, während ich nähe. Es fühlt sich so falsch an, dabei zu sprechen. Ich gucke auch gerne YouTube, während ich nähe. Aber wenn man dann näht, dann hört man nichts mehr. Oder man macht es so laut, dass einem die Ohren abfallen, wenn man nicht mehr näht. Deswegen habe ich neulich mal probiert, mit Kopfhörern zu nähen. Das war auch ganz cool, aber da merkt man, dass mein Fadenabschneider nicht immer funktioniert. Da merkt man, dass man doch, wenn man sehr häufig näht und viel näht und seine Maschine gut kennt, hört, was sie macht oder was sie für ein Problem hat oder was eben sie hoffentlich nicht für ein Problem hat. Und wenn einem diese Ebene fehlt, dann ist das komisch. So, ich schneide jetzt. Schneide ich das auf? Ja, das schneide ich auf. Ich liebe diese Schublade hier. Ich habe hier direkt neben mir, das seht ihr jetzt nicht, eine Schublade mit all meinen Scheren und Rollschneidern drin. Also ich habe jetzt hier zwei so, was ist das? Ich kann euch ein Inch sagen, wie groß das ist. Ach, das ist blöd. Aber die lila Seite ist so schön, deswegen habe ich hier Inch drauf. 20 mal 5. 20 mal 5 cm nähe ich jetzt einfach an den langen Kanten jeweils ab mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Kommen wir da überhaupt hin? Warte mal, wir brauchen, was sind das, 2 cm? Nicht mal. 2, 3, 4, komm, ein bisschen mehr Nahtzugabe nehmen, dann ist das Band ein bisschen dünner. Ihr wolltet, ihr habt ihr euch entschieden, ob wir die fetten nehmen oder nicht? Du. Tanja wird gesperrt, nein. Ach, YouTube, weißt du, die Sexbots werden durchgelassen, aber Tanja schreibt 2 Smileys und darf nicht posten. Ja, so. Ich wollte eigentlich berechnen, wie viel ich jetzt hier... Naja, es wird schon passen. Ich hätte es mal nicht durchschneiden, sondern könnte ich es einfach erwenden können. Vielleicht nähe ich es einfach wieder zu. Ah, soweit. Übers Ziel hinausgenäht. Ups. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr Team ordentlicher Näher seid oder Team... Oh, passt schon. Ich bin eher Team passt schon. Ich musste aber lernen, wo man ordentlich sein muss, damit nicht auffällt, dass mein Team passt schon ist. So. Also ich bin auf jeden Fall nicht absolut perfektionistisch. Ich bin froh, wenn es schnell geht. Ich bin nicht sehr ungeduldig, aber ich bin so ein bisschen ungeduldig. So. Ich habe Mülleimer unter dem Tisch. Sieht immer aus, wenn ich es einfach so wegschmeiße. So, wie wenden wir das jetzt? Keine Ahnung. Das war irgendwie nicht so schlau. Ich habe hier so ein... Oh, mein Arbeitsplatz ist so ergonomisch eingerichtet. Kennt ihr das? Moment, ich zeige euch. Das ist hier so eine Durchziehhilfe. Da. Das ist mega. Das könnte man mal probieren, ob man das jetzt auch hier rangetüdelt kriegt. Wahrscheinlich nicht. Das sieht man auch total gut. Moment, kriege ich das hier dicht? Das könnte klappen. So, Sie haben nicht gesehen, was ich gemacht habe, aber ich zeige Ihnen die Magic. Das seht ihr gleich, wenn die rauskommt, was hier passiert ist. So, hier. Autofokus on Fleek. Tada! Guck mal, das ist hier so eine, die hat ja so eine Kralle. Die ist eigentlich für als Einfädelhilfe gedacht, aber auch für sowas ganz nett. Ansonsten wäre es natürlich schlau gewesen, wieder auf die 1, wenn ich das vorher zugelassen hätte und jetzt aufschneide. So, das ist jetzt natürlich nicht gebügelt. Ich habe aber Angst, wenn ich das Bügeleisen ranschmeiße, dass es hier die Technik raushaut. Deswegen nehmen wir hier mal, habe ich das hier? Nee. Ich hatte doch mal so einen Roller,
Ist, kennt ihr das noch aus dem Amazon Gadgets Video? Vielleicht habe ich ihn hier unten. Da ist er. Zeige ich euch alle meine coolen Näh-Gadgets. Hier so ein Roller. Moment. Da. Und damit kann man jetzt auch gut über hier rüber rollen. Und die Kanten ausrollen. Das ist jetzt nicht das Gleiche, ne? Ich hätte vielleicht auch die Naht einmal auseinanderbügeln sollen. Ja, ist jetzt Wurst. Ist ja auch nur, um die blöden D-Ringe zu halten. So. Ich mache euch mal mich wieder rein. Hallo! Genau, so, jetzt schnippe ich mir das einfach in der Mitte durch. So, das sind so Anleitungen, die ich so aus der Hüfte schieße, ja? So, und jetzt könnte man hier, schauen Sie, das ist ja nur zur Befestigung, man könnte auch ein Gurtband nehmen oder sowas, oder einfach ein Band, aber ich dachte, das ist ganz hübsch, wenn es aus dem gleichen ist. Und jetzt ist nochmal die Frage, fett oder nicht fett, aber bei dem Fetten, vielleicht reicht das, aber wenn das abgeht, ist natürlich auch blöd, ne? Das, die sind prädestiniert, um abzugehen. Hm. Schreibt mal nochmal, soll ich den Fetten nehmen oder den Dünnen? Hält der Dünne? Ist der Fette zu fett? Oh, fett oder dünn? So, dann schreibt hier noch Team Chaos oder nicht? Team Monk. Hm. Ach, ihr seid lustig. Fett, fett, dicken Fett, fett, dünn Fett, dünn Fett. Na, was denn nur? Fett, 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 fett. Ich glaube, die Leute sind für fett. Oder wir haben Fettbot drauf. Na gut, dann nehmen wir den Fetten. Wenn ihr das sagt, ich hätte den dünn genommen. Habe ich zweimal den gleichen? Ja, das war gut. Wahrscheinlich habt ihr ja recht. So, dann brauchen wir... Ach, ich bin so gut. Deswegen bin ich nämlich fett. Ha, also, ich muss nicht mehr aufstehen. Ich habe alles so eingerichtet, dass ich nicht mehr aufstehen muss. Ich muss mich nicht mehr bewegen. Und deswegen muss ich immer eine Größe größer nehmen. Nein, fett bin ich nicht, ich weiß. Aber ich war schon mal schlanker. Aber es ist mir auch Wurst. So, dann können wir jetzt hier zeigen... Ich habe noch nie erlebt, dass überhaupt mal jemand gewonnen hat. Wo denn? Was denn? War die Frage wieder bei Verlosung? Die ist mir durchgegangen. Was ist schon fett? Ja, das ist eine gute Frage. So, ich stelle mal das Maschinchen hier an die Seite, dann zeige ich euch, was wir jetzt machen. Also, wir müssen jetzt die Bänder und die fetten Karabiner platzieren einmal und nehmen die jetzt schon mal mit an, damit das nachher alles an Ort und Stelle ist. Die Bänder sind ja easy. Übrigens könnte man das hier oben, ne? Team perfekt, das hier oben, könnte man natürlich auch noch ein bisschen, also ein bisschen schöner machen wir das. Ja, gut. Komm, wir schneiden das hier einmal ab. Zack, zack. Man hätte das natürlich auch umnähen können oder so, aber es ist nur ein Band. Ey, das ist mir Wurst. So, die platzieren wir zuerst. Und zwar mache ich die mittig. Und dann kommen die hier einfach an die Ecken und, naja, dass noch ein guter Zentimeter nach oben bleibt, knipse ich mir hier einmal fest. Und das Gleiche machen wir mit der gegenüberliegenden Seite. Dann kann ich das da dann an den, am Gestänge von dem Bollerwagen festmachen. So, das wollte ich ja eigentlich vor dem Urlaub nähen. Ich habe mich dann entschieden, ein Kleid zu nehmen für den Urlaub. Ja, vielleicht habt ihr meinen Reel gesehen, wir hatten nur Regenwetter. Aber auch den Bollerwagen haben wir tatsächlich nur einmal genutzt, weil wir haben uns dann so einen Golfcar gekauft, wollte ich gerade sagen. Genau, klar, für eine Woche kauft man sich mal einen Golfcar. Die konnte man sich da mieten und das haben wir gemacht und dann sind wir halt nicht mehr mit dem Bollerwagen rumgefahren. So, die sind fest und jetzt müssen wir mal rausfinden, wo wir die fetten Gurtbänder, wie heißen die Ömmel? Karabiner anbringen, wo ist meine... Schöne Zeichnung. Also 41 cm, 21 cm von unten. Ich nehme mal die kürzere Strecke. Nahtzugabe nicht vergessen. Hier ist mein Lineal. Ist das nicht toll eingerichtet, mein Arbeitsplatz? Schreibt bitte, ob euer Arbeitsplatz auch so mega effizient eingerichtet ist. Jetzt brauchen wir... ein bisschen vor wie in so einem Kochstudio. Und das ist ja die falsche Seite.
Also, wir haben gesagt 22 cm von unten. Da. Und jetzt machen wir auf der anderen Seite auch nochmal die Markierung. Huch. Fliegt mir hier alles um die Ohren. So. Das sollte passen. Dann hängen wir das hier wieder galant weg. Jetzt müssen wir uns beeilen. Das ist ein Trickmarker. Der verschwindet nach einer Weile. Und ich überlege, ich werde die Bänder noch einen Ticken kürzen. Obwohl, das kann ich einfach drüber nähen. So, wo ist meine Markierung? Die setze ich jetzt da mittig drauf. So. Und seht ihr das noch? Nein. Sie arbeitet außerhalb des Bildbereichs. Einmal mit Profis arbeiten. Und da bin ich dann wieder drauf. So. Also, da ist die Markierung. Und da setze ich das jetzt so drauf. So. Ja, das ist doch gut. So, und das nähe ich jetzt einfach alles einmal knappkantig fest, einfach nur um es zu fixieren. Und dann ist das Gröbste auch schon fast. Wir werden bis oben fertig, ich sag's euch. Wir schaffen das. Ich gucke noch mal ganz kurz in. Hör mal, Zeit, Leute. Ich guck mal in den Chat, was so los. Was geht los da rein? So, jetzt kann ich ja hier wieder kurz auf die 1 gehen. Weil sonst seht ihr eh nichts. Welchen Bollerwagen hast du? Ich guck mal kurz, ob noch. Fett, fett, fett. Ich kenne all deine Videos. Wirklich alle? Es gibt über 500. Ich habe eine Gewinnerin kennengelernt. Oh, jemand hat hier mal gewonnen und die Karte wie ein Fangirl am Schreibtisch. Ja, bei den Verlosungen, ich werde ganz oft gefragt, steht denn der Gewinner schon fest? Wer hat denn gewonnen? Also, es ist immer, ich schreibe immer in die Bedingungen mit rein, wie lange die Verlosungen gehen. Und ich lose dann aber nicht direkt aus, weil A, habe ich keine Zeit. Und B, habe ich halt öfter mal gehabt tatsächlich, dass dann Leute versuchen, sich als derjenige auszugeben, der gewonnen hat und dann mit einer Fake-E-Mail-Adresse den Gewinn abzustauben. Bin ich einmal fast drauf reingefallen. Ja, und um das zu vermeiden, lose ich halt zu einem random Zeitpunkt aus und werde, lasse mir dann auch bei Zweifel nochmal verifizieren über meine Methoden, dass derjenige auch derjenige ist, dass ich mich hier nicht mehr über den Tisch ziehen lasse. Und ich kann euch dann aber auch nicht sagen, wer genau gewonnen hat, weil das privatsphäremäßig, ne? Was ich immer mache, ist, ich antworte auf den Gewinnerkommentar. Das heißt, wenn ihr wirklich Langeweile habt, je nachdem wie groß das Gewinnspiel war, könnt ihr alle Kommentare durchgehen und gucken, wo ich geantwortet habe. Meistens werden die sowieso nach oben gerankt. Manchmal pinne ich die auch nach oben an, meistens nicht sofort, damit eben nicht die Leute die Möglichkeit haben, sofort sich bei mir zu melden und das aber gar nicht sind, ne? Also das ist halt ein bisschen schade. Aber ey, wenn ihr von meiner Perspektive, da stehen noch drei Riesenpakete, da steht ein Paket, also da steht noch eine Nähmaschine, die muss ich mal losschicken. Die Gewinne gibt es und ich schicke auch regelmäßig. Das zeige ich auch in den Insta-Stories. Also ich verlose wirklich. So. Welchen Bollerwagen habe ich? Genau. Wir haben gerade einen Fuchs-Tag. Heißen die, glaube ich, ausgeliehen von unseren Nachbarn, die mit den Zwillingen. Wir haben mich gefragt, welchen haben die? Und die meinten dann, ja, wir brauchen den gerade nicht, könnt ihr erstmal haben über den Sommer. Wir so, cool. Genau. Ja, hier schreibt jemand, dass er aus Österreich ist und immer enttäuscht ist, dass er nicht gewinnen kann. Das tut mir tatsächlich auch sehr, sehr leid. Allerdings sind die Pakete, die ich verlose, meistens auch relativ groß. Nicht immer, aber oft. Und das sind halt, die Versandkosten sind halt richtig krass. Was du aber machen kannst, ich schreibe ja nicht in die Verlosung mit rein, dass du aus Deutschland sein musst, sondern dass die Adresse, wo der Gewinn hingeht, in Deutschland sein muss. Und soweit ich weiß, beziehungsweise haben das auch schon ein paar Österreicher gemacht, gibt es an der Grenze, an der deutsch-österreichischen Grenze, gibt es so Locker, wo du irgendwie dein Paket hinbestellen kannst und es dann da abholst. Also kannst dich ja mal informieren, ob das eine Variante ist für dich. Ich weiß nicht, wie weit du von der Grenze weg wohnst. Und dann kannst du beim Gewinnspiel mitmachen. Und wenn du gewinnst, gibst du mir dann so eine Locker-Adresse an in Deutschland. Und ich habe halt nicht die Versandkosten und du holst es dann von da ab. Das war zu Corona-Hochzeiten dann irgendwann schwierig, weil man nicht mehr über die Grenze durfte. Aber mittlerweile sollte das wieder problemlos gehen. Genau, nur mit Schweiz ist dann halt schwierig. Aber Schweiz ist sowieso, da sind die Versandkosten unfassbar, weil dann auch noch Zoll kommt und so.
Ja, Oskar Schrei wäre toll, wenn man mit 12 mitmachen könnte. Ja, bei mir ist mit ab 16 immer, ne? Ich bin mir da rechtlich auch immer super unsicher. Ja. So. Ich sollte das öfter machen. Ja, ich habe ja jetzt endlich, übrigens, achso, das habe ich gar nicht erzählt, ich habe ja ewig auf die Kamera gewartet. Die habe ich schon einen Monat, damit das geht, so mit dem Livestream. Und das werden wir bestimmt öfter machen jetzt. Vielleicht dann mal so neben der Reihe, also nicht anstatt des Dienstagsvideos, sondern zusätzlich. Müssen wir mal gucken. Macht auf jeden Fall Spaß. So. Da, 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 da. Oh, Nettie 84 Nala, danke schön für dein, wie heißt das? Superchat. Heißt das Superchat? So. Oskars Mama könnte für ihn mitmachen, schreibt Kiki, das stimmt. Naja, hier schreibt noch jemand, dass für die Schweiz Lindau die deutsche Anlaufstelle für Lockerstationen ist. Also da gibt es anscheinend auch eine Lösung. So, und jetzt müssen wir mal nähen, sonst schaffen wir es nämlich nicht mehr. Wir haben nur ein paar Minütchen hier. Schaffen wir das noch? Dann vielleicht überziehen wir im Moment. Mal gucken, was mein Mann dazu sagt. Schatzi, wenn du im Chat bist, schreib mal, ob das okay ist. Er guckt bestimmt nicht die ganze Zeit zu. So, einmal fixiert. Und noch hier nochmal fixieren. Was näht denn ihr so für den Sommer? Könnt ihr mal schreiben, ob ihr mehr so der Accessoire-Näher seid oder Kinderklamotten oder für euch selber. Oh Gott, ich bin ja Samstag. Huch, ist mir der Faden rausgerutscht. Na, sage mal. So, am Samstag auf der Hochzeit von Jelena. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich ihr schenken soll. Also, es ist eher die Ansage, man soll nichts schenken und wenn dann Geldgeschenke, ne? Gut, au, alles gut. Ich habe mich mal selber erschrocken. Jetzt ist die Markierung, nein, die ist noch da. Ich habe das Nähfüßchen runtergemacht und mein Finger war drunter. Alles gut. Aber jetzt ist der Faden raus. So, dann fädeln wir nochmal ein. Genau, bei Jelena ist halt das Schwierige. Sie ist ja Minimalist. Sie kann alles selber machen. Und die ziehen in 2 Monaten nach Frankreich um. Was schenkt man denn so jemanden? So, ich hatte eine Kleinigkeit habe ich. Ich hatte noch eine andere ganz coole Idee. Weil die ziehen ja nach Frankreich. Also das mache ich jetzt nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, sie guckt nicht zu. Die hat andere Sachen zu tun jetzt ein paar Tage vor der Hochzeit. Ich hatte einen Wein gefunden und ich kenne mich überhaupt nicht mit Weinen aus, der aber aus der Region kommt, in die sie ziehen. Das fand ich cool. Und da war eine Eule drauf. Dachte ich, mega. Nachteil war, der Wein hat nur 4 € gekostet und man konnte ihn nur im Fünferpack kaufen. Dachte ich so, naja, wer trinkt denn den Rest von diesem Billiggesöff? Wir trinken keinen Alkohol. So, dann hatte ich überlegt, einen teuren Wein zu kaufen und dann ein Etikett selber zu plotten. Aber das fand ich auch weird. Und ich glaube, das ist auch unter Weinkennern vielleicht nicht so. Naja. I don't know. Auf jeden Fall fand ich die Idee total witzig. Hätte der Wein jetzt irgendwie wenigstens 15 € gekostet oder so, dann hätte ich gesagt, ja, gut so. Aber ja. Sonst so, es wäre eine gute Idee gewesen. Hätte, Fahrradkette. So, was schreibt ihr? Ihr schreibt, was ihr näht. Du, 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 du. 3 Kleider genäht. Eine Einladung zum Essen. Nähen oder plotten, ja, das ist bei Jelena auch so eine Sache, ne? Die ist ja so schick. Ich habe das Gefühl, ich treffe da nicht ihren Geschmack, dafür bin ich nicht cool genug. So. Kennt ihr sowas, wenn ihr so Leute kennt, die so mega cool sind und dann so, oh, da findet man nichts.
Hat sie schon eine Nähmaschine? Hat sie tatsächlich. Wir haben ja mal zusammen Bootcamp gemacht. Nächstes Mal eine Bauchtasche. Es gibt in meinem Buch eine Bauchtasche. Bauchtasche Babsi. Da habe ich auch eine Sommerversion von genäht. So, ich gucke mal, dass wir hier wieder auf die andere Kamera kommen. Und jetzt sind wir nämlich schon fast fertig. Hier sind nur noch zwei Nähte, Leute. Es sind tatsächlich nur noch zwei Nähte. Also hier ist jetzt mein Rechteck mit den angenähten Dingern und den Bumseln. Und da kommt jetzt einmal das zweite Rechteck oben rechts auf rechts drauf. So, und jetzt stecken. Ich stecke ja eigentlich fast nie was, aber hier stecken wir mal so ein bisschen. Also ich stecke wirklich immer sehr wenig. Ich stecke mir hier wenigstens die Ecken, weil das habe ich auch so schnell zugeschnitten, dass es auch in sich so ein ganz kleinen Ticken schief sein könnte. Wer weiß. No risk, no fun. So, deswegen stecken wir uns die Strecke hier mal. Zack. Ich nehme mal so einen Langärmel. Ja, jetzt habe ich den klassischen Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich gerade erzählt habe. Ich habe ja sogar mal mit Jelena zusammen einen Livestream gemacht. Da haben wir uns gegenseitig zu Halloween geschminkt irgendwie. Und wir waren das andere Zeiten. Die Idee würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so richtig kommen. So. Kann man dein Nähbuch mit Widmung auch bei dir käuflicher Werbung erwerben? Nee, ich habe gar keinen Shop und ich verkaufe mein Buch auch nicht. Und mit Widmung gibt es das auch nicht mehr, also beiden nicht mehr. Das war nur am Anfang, dass es so ein paar Exemplare gab. So, wir haben jetzt hier rechts auf rechts gelegt. Wir nähen jetzt einmal rundherum und lassen an einer beliebigen Stelle eine Wendeöffnung, beziehungsweise, nee, nicht beliebig, weil wir müssen ja da die Einlage nachher reinziehen. Das heißt, ich lasse unten im Prinzip komplett offen. Ich nähe so ein bisschen um die Ecke. Seht ihr das? Hier. So ein bisschen um die Ecke, so, und das lasse ich offen. Das machen wir mal. Ich habe die Einlage, das habe ich das erzählt, einen Zentimeter kleiner zugeschnitten, als die Wunschmaße vom fertigen Kissen nachher sein sollen. Jetzt seht ihr nichts mehr. So. Damit ich das da gut reinfummeln kann nachher. So. Zack. Joa. Und wisst ihr, was jetzt noch passieren muss? Unterfaden. Ich kann es schon hören. Ich kann es schon riechen, dass der gleich alle ist. Könnte knappen. Knappen. Könnte knappen, ist auch gut. Könnte knapp werden, könnte klappen. Man weiß es nicht, was sie meint. Versäubert es übrigens nicht, weil eine Kissenhülle so. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr es versäubern würdet. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Zack, zack. Oskar schreibt gerade, dass seine Maschine sagt, wenn der Unterfaden leer ist. Ja, meine auch. Und das ist eine glatte Lüge, weil dann da geht noch einiges, wenn die meckert. Das finde ich tatsächlich einen großen Nachteil bei ihr, dass sie dann. Und man kann das auch nicht wegklicken oder so, weil sie hat ja keinen Bildschirm, keinen Touch oder sowas. Es ist dann einfach, sie meckert dann. Vielleicht erleben wir das noch. Habe ich mal auf Instagram gezeigt, wie ich das mache. Ich habe dann auf den Spulen immer so einen Restfaden drauf und spule dann ab da auf, damit ich nicht immer so viel Faden dann weghauen muss. Irgendwie totaler Quatsch ist. So. Naja, ein bisschen kann man noch. So. Das war die vorletzte Naht, meine Damen und Herren.
Welche Maschine ist das? Das hier ist die Veritas Florence. Das ist eine kombinierte Stickmaschine, Hashtag Werbung. zu der habe ich auch einige Videos gemacht. So, ich wende das Ganze jetzt hier auf rechts. Dann haben wir unser lustiges Unterfangen hier. Ich bin ja ganz froh, dass ich das heute dann gemacht habe. Muss es nur noch passen. So, schauen Sie. Das ist doch sehr schön. Also hier sind unsere Bämsel. Wir haben sogar die Kinder in beiden Richtungen richtig rum. Reiner Zufall, sag ich euch. hier sind die Ponöpsel. Und dann werden wir mal hier einmal gucken, dass das da reinpasst. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass das auch passt. Und dann nehmen wir es einfach nur noch unten zu. Man könnte da nochmal drüber nähen. Muss man mal gucken, wie doll es hin und her flutscht da drinnen. So. Ach, so. Wieso ist denn das jetzt so lang? Das ist auch so ein Klassiker. Das ist nicht breit genug, viel zu lang. Warum? Ja, ich habe das halt schnell mal zugeschnitten vorher. Ich glaube, wir müssen hier ein Stück abschneiden. Warum? Das verstehe ich nicht. Naja, das ist live, Leute. Live ist live. No. Da. So, ich ziehe mir das jetzt ein Stück raus. Schneide ich mir einfach ab. Aber es ist auch nicht so richtig so breit, wie ich es wollte. Vielleicht habe ich irgendeinen Zahlendreher drin gehabt. Oder, auch ein schöner Klassiker von mir, das Lineal falsch rumzuhalten. So, da gehe ich jetzt aber nicht mit dem Rollschneider dran. Ich habe immer das Gefühl, bei so Filzen und so Stoffen, dass das den Rollschneider ganz unscharf macht. Deswegen gehe ich da meistens mit einer beziehungsweise mit einer Schere ran, die ich eben nur so für Filz und so Kram nutze. Wetten, jetzt ist es zu kurz. Hier, das waren ja bestimmt 7 cm. Das waren 7 cm. Könnt ihr das auch so? Ich kann das mittlerweile erschreckend gut, dass ich so abschätzen kann, wie lang ein Stück Stoff oder ein Stück, was weiß ich, Gurtband ist. So, jetzt passt es rein. Schlackert aber nach links und rechts. Das ist ja bescheuert. Vielleicht schneide ich das nochmal zu. Habe ich davon noch was? Ihr habt da jetzt keine Lust drauf, das nochmal zu machen. Das soll jetzt fertig sein. Dann nähe ich da einfach, glaube ich, einmal drüber und dann ist es fest so. Ja, das passt schon. Also warum das jetzt nach links und rechts so schlackert, warum ich da jetzt nicht aufgepasst habe, weiß ich jetzt nicht. Ist halt so. Okay. Das ist Absicht. Man hätte jetzt natürlich, das wäre auch schlau gewesen, wenn ich das jetzt hier unten nicht zunähe, sondern Druckknöpfe zum Beispiel ranmache, dann könnte man den Bezug waschen. Das wäre richtig schlau. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann warten wir, bis es dreckig ist und vielleicht trenne ich es dann nochmal auf und mache dann Druckknöpfe ran oder so. Aber jetzt will ich einfach nur fertig werden gerade. Kennt ihr das? Einfach nur fertig werden. Dann ist better than perfect. So. Jetzt nähe ich das hier. Ich habe das hier unten zugesteckt, die Wendeöffnung. Und jetzt nähe ich die noch hier einmal ab. Schub. Mal die. Ach, das geht schon. So. So, da sagte sie nichts mehr. Ja, und jetzt ist es im Prinzip. Was? Ich sag mal, sie ist fertig. Also man kann sie jetzt so. Ich kann euch natürlich jetzt nicht das fertige Ergebnis zeigen, aber man könnte sie jetzt so einklemmen und hier festtüdeln. Ich würde sie, glaube ich, nochmal festnähen, also nochmal durchnähen. Und ich glaube, das würde ich auch eher mit der Power Fabric machen. Oh, ich dachte gerade, ich habe hier eine Dings eingenäht. Einfach weil das so ein bisschen schlabbert. Vielleicht mache ich es auch gleich nochmal auf und ich schneide das Innenleben nochmal zu, dass es passt. Aber ich glaube, wenn man drüber näht, ist das ja auch fein. Dann kann man sowieso nicht mehr tauschen. Man muss halt das eine, wer das eine mag, muss das andere können. Wer das eine will, muss das andere mögen. So rum. Aber auf jeden Fall funktioniert es. Es ist fertig und man kann dann so, kann das Kind dann da gepolstert sitzen und ich finde den sehr, sehr hübsch eigentlich. Dem Auflage. Ich lege das jetzt mal flach hin. So, wir gucken jetzt noch eine Runde durch die Kommentare. 19:05 Uhr.
Das hat doch das mit den technischen Verzögerungen am Anfang. Und ich trinke erstmal einen Schluck, Leute. Ich habe jetzt eine Stunde gequasselt. Wir gucken mal, was ihr noch so geschrieben habt. Und mit. Keine Werbung hier. So. Ich schaue noch mal ein bisschen zurück. Da. Ich versäubere eigentlich immer alles. Was nutzt du für Garn? Alles näher. Fast immer. Also beim Sticken natürlich nicht, da habe ich Stickgarn, aber ansonsten nutze ich fast immer alles näher. Ich habe noch dieses, Maraflex und Seraflex. Die sind elastisch, sind so elastische Nähfäden. Die nutze ich manchmal, aber auch nicht immer, zum Absteppen von Jersey. Und wir haben den nächsten Bot. Ach komm, jetzt hier auf die letzten Meter. So. Da. Eine Zahnfee. Achso, ein Zahnfee-Kissen. Ich habe eine Zahnfee-Kiste gelesen. Hat schon jemand den Kinderrucksack aus den letzten Näh-News genäht? Ihr helft euch hier gegenseitig. Hier, der Bot war wieder ganz fleißig. Habt ihr nie Ideen, wo ich eine große Menge kleiner Styroporkugeln unterbekomme? Ein Sitzsack für Kinder zum Beispiel, also je nachdem, wie groß die Menge ist. Ich habe mir mal einen Sitzsack genäht. Ey, das macht keinen Spaß mit diesen Styroporkugeln. Ich habe auch so Mini-Mini-Styroporkugeln, Mikrokugeln heißen die dann, glaube ich, für ein Stillkissen mal genutzt. Das war auch ganz cool. So Leute, ich glaube, wir verabschieden uns langsam. Es war sehr schön mit euch. Kommen wir gerade noch. Postest du ein Bild, wie das im Bollerwagen aussieht? Ja, mache ich. Ich zeige euch das nochmal und überlege nochmal, ob ich das nochmal ein bisschen größer zuschneide, die Einlage dann. Ich glaube, ich habe noch einiges davon. Lasse euch auf Instagram die Tage wissen, wie das Projekt weitergegangen ist. Also ob ich das nochmal aufmache oder ob ich es einfach so lasse oder nochmal drüber nähe. Manchmal ist es auch gut, es erstmal liegen zu lassen und am nächsten Tag weiterzumachen. Solange es sonst nicht zum UFO wird und gar nicht mehr. Aber ich könnte es ja jetzt auch direkt so nutzen. Vielleicht nutze ich es auch erstmal eine Runde und gucke dann, was man besser machen kann. So. Hier kommen noch Ideen für Jelena. Da. Ja. Ach, sehr schön. Ja, also wenn ihr wollt, können wir sowas gerne mal öfter machen. So ein Live-Chat. Live-Stream? Live-Chat. Live-Chatten. ich mache einen Chatroom auf. Gibt's doch hier. Wie heißt das? Da gibt es ja diese Plattform, was die Jugend jetzt immer nutzt. Nee, das ist nicht für die Jugend, aber ja. Nein, aber gerne können wir öfter mal einen Livestream machen. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr nett. Es ist sehr ungewohnt, dass man die ganze Zeit reden muss. Selbst für mich. Und ich rede gern und viel normalerweise. Danke für eure rege Teilnahme im Chat. Seid alle geherzt und gegrüßt. Oh, da kommt nochmal ein Danke-Sticker rein. Von oben drauf Glitzer. Dankeschön. Ja. Und dann sehen wir uns. Wann sehen wir uns wieder? Also auf Instagram immer, wenn ihr wollt. Nächsten Dienstag geht es dann hier weiter, hoffentlich mit der Knopfanleitung für dieses Kleid. Und danach wird die Woche wird geplottet. Ja, es stehen auf jeden Fall noch ein paar sehr, sehr schöne Sachen an demnächst. Ihr Lieben, ganz lieben Dank für eure rege Teilnahme. Das habe ich schon gesagt. Dann habt noch einen schönen Abend. Näht noch was Schönes. Und ganz viel Liebe geht raus an euch. Danke, dass ihr so eine schöne Community seid, dass ihr so eine tolle Community seid. Ihr seid echt mega. Das macht wirklich Spaß mit euch. Das ist sehr, sehr schön. Und ich muss mich auch nicht verstellen. Ich kann einfach sein, wie ich bin. Nächstes Mal spiele ich euch, mache ich euch einen Abend Panflötenmusik. Oh, noch ein von Wichtelzwerg, ein Superchat. Dankeschön. Guti, dann
drehe ich mich jetzt nach hier und ich muss auf Livestream beenden drücken und dann kommt, glaube ich, nochmal so ein Pop-up, wo ich sage, ja, wirklich beenden. Und beim letzten Mal war das so, okay, aus. Okay, ich bin ja noch live. Das machen wir jetzt. Ja? Wir machen jetzt hier, du legst auf. Tschüss, meine Lieben. Habt einen schönen Abend. Ich drücke jetzt auf beenden. 3, 2, 1. Und jetzt auf wirklich beenden. Tschüss.